herzlich willkommen zur zweiten Folge von Zusi 3 zusammen mit Tobi. Moin moin. Ja, wir sind hier wieder. Ja, also für uns ist es Abend. Wir spielen heute ein etwas abendlicheres Szenario. Wir sind wieder unterwegs auf der Siegstrecke zwischen Blankenberg und Au an der Sieg. So, und da sitzen wir auch schon in unserem Zug in unserer Baureihe 423 und wir fahren heute eine S19 von hier Blankenberg bei Hennef nach Au an der Sieg. Jo. Die Leute steigen ein. Ich kann mal kurz nachschauen. 11 sollen wir abfahren. Das ist bereits jetzt. Das heißt, wir können die Türen schließen und losfahren. Und ja. Nachdem ich in der letzten Folge ein bisschen viel allgemein zum Spiel und so erzählt habe, hatte ich mir überlegt, dass ich heute mal ein bisschen hier auf die Bahnstrecke eingehen werde. So. Dann sehen wir ja schon mal die erste Besonderheit. Jetzt wird eingleisig. Und das bei einer sehr, sehr stark befahrenen zweigleisigen Hauptbahn. Tja. Das hat den einfachen Hintergrund, dass sie der Zweite Weltkrieg noch immer Hallo sagt. Nämlich wurde im Zweiten Weltkrieg, wir sehen es hier, Brücken zerstört. Und die hat man nur behelfsmäßig eingleisig aufgebaut in den 50er Jahren. Dann zu Ende der 40er Jahre. Und ja, auf dem Stand ist man verharren geblieben. Also man hat die Brücken einfach nicht mehr zweigleisig aufgebaut. Deswegen sind die Bahnstrecken hier stellenweise eingleisig. Also die Bahnstrecke hier, es gibt noch zwei eingleisige Abschnitte, in dem einen sind wir gerade drin. Das Problem ist, diese Bahnstrecke hier ist halt extrem stark ausgelastet. Und deswegen sind diese, ja, hier haben wir auch wieder eine Brücke. Und das ist halt ein bisschen suboptimal halt eben, wenn das natürlich dann nur eingleisig ist. Aber, na gut, die Strecke ist eh ein ganzer Engpass für sich. So, schauen wir mal. Unser nächster ist Merten bei 38,5. Darauf sollte man natürlich achten beim Reden. Und ja. Deswegen, die Strecke hier ist eh komplett überfüllt. Extrem viele Züge, teilweise viel zu kleine Bahnhöfe, dann eingleisige Streckenabschnitte, Merten an der Sieg. Ja, das ist nicht ganz so optimal. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Deswegen. Und ja, wir sind eine S12. Die kommt ja aus Köln-Nippes, wenn ich das richtig in Erinnerung noch habe. Und fährt im 20-Minuten-Takt nach Hennef. Das liegt wenige Halte hinter uns. Und stündlich weiter bis Au an der Sieg, was wir gerade machen. So, und dann halten wir hier mal in Merten. So, die Tür kann ich schon mal freigeben. Na, seht das, wir kommen hier an. Am Ende des zweigleisigen Abschnitts und die nächste erstmal in die Gegenrichtung kommt auch schon. Weil die auch den eingleisigen Abschnitt befahren möchte. Also hier kommt wirklich Zug hinter Zug hinter Zug. So, unser Vorsignal ist grün, das ist doch super. Hier sehen wir also auch die wunderschöne Dämmerung, in der wir hier fahren. Auch wenn es jetzt grafisch nicht so 100% ansprechend ist, es ist trotzdem schön. Ja, aber darüber hatten wir auch schon letzte Folge geredet. So, 14 ist Abfahrt. Das klingt doch nach Türen schließen. Bahnübergang ist signalgesteuert und auch geschlossen, sonst hätten wir auch kein grünes Signal bekommen, wenn er nicht geschlossen wäre. Es gibt ja mehrere Arten von Bahnübergängen, in dem wie zum Beispiel hier einer, der ist signalgesteuert, sind durch den Lokführer gesteuert, da hast du dann extra Einfahrkontakte, die du mit dem Zug überfährst und dann aufgrund dessen der Bahnübergang schließt, werden die Signale überwacht. Bahnübergänge halt eben, die werden eben vom Fahrdienstleiter geschlossene, wenn er das Signal dem auf grün stellen möchte, dass wir fahren dürfen. So, nächster ist ein Eitorf bei Kilometer 43. Das kriegen wir natürlich auch hin. So, wir gelten erstmal noch nur 100. Warum verschwindet meine Maus eigentlich nicht? Die taucht manchmal einfach so plötzlich auf, obwohl man sie gar nicht bewegt. Hier schon wieder. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich pack sie mal hier unten hin. Sieht man sie zumindest nicht, wenn sie auftaucht. Weil die nervt gerade so ein bisschen. Nee, aber wie gesagt, das ist. Ja. Ja? Was sollst du sagen? Ein bisschen. Ja.
Ich weiß nicht, ich mache einfach sinnlose Kommentare. Nee, aber wie gesagt, das hier ist eine stark befahrene, wichtige zweigleisige Hauptbahn. So gut, Fernverkehr ist jetzt nicht möglich, der ist nur innerhalb von Köln. Danach biegen die Züge in der Regel auf die Köln-Rhein-Main-Strecke ab. Aber hier ist halt sehr, sehr viel Regionalverkehr. Du hast halt eben, also zumindest bis Ende 4 jetzt in dem Abschnitt, wo wir sind, ist es noch ein bisschen weniger dann. Aber du hast bis Hennef halt eben zwei S-Bahn-Linien, die jeweils in 20-Minuten-Takt fahren. Wir haben auch die S19, die ja auch parallel fährt, also alle 10 Minuten eine S-Bahn. Dazu noch stündlich der RE9, mit dem wir in der letzten Folge gefahren sind. Und dazu dann noch Güterzüge. Und hier auf dem Abschnitt zwischen Hennef und Au ist natürlich ein bisschen weniger insgesamt, aber trotzdem. Das sind auch genügend Züge und diese eingleisigen Abschnitte machen es natürlich auch ein bisschen eng. Außerdem zum Beispiel in Hennef, wo dann die allermeisten S-Bahnen ja enden, ne? Da gibt es auch nur 3 Bahnsteiggleise. Das ist dann auch ein bisschen eng. Deswegen, ja, nicht alles optimal mit der Strecke. So, und jetzt, wir hatten in der letzten Folge so ein rotes Signal und darunter waren 3 weiße Lichtpunkte in Form eines A's. Was ja das Ersatzsignal war. Gott, jetzt hab ich verkackt. Jetzt beim Reden. Das haben wir als Ersatzsignal betitelt. Und jetzt hatten wir 3 gelbe Punkte in Form eines Vs. Und das ist das Vorsichtssignal. Beim Ersatzsignal hatte ich ja erzählt, das bedeutet halt eben, wenn zum Beispiel das Signal aus irgendwelchen Gründen nicht auf grün zu stellen geht, aber der Fahrgleiter mir ohne schriftlichen Befehl sagen möchte, dass ich fahren darf, dann macht er das Ersatzsignal an. Und das Vorsichtssignal, das befindet sich an dem Signal alternativ zum Ersatzsignal. Und das sagt an sich das gleiche aus wie das Ersatzsignal, nur dass ich bis zum Erkennen des nächsten Signalbegriffes durchgängig 40 km/h nur fahren darf, was ich jetzt auch machen darf. Und jetzt gerade eben wurde ich gezwangsbremst, weil ich anstelle der PZB-Befehltaste, die ich natürlich drücken muss, um ein rotes Signal zu überfahren, die PZB-Wachsam-Taste gedrückt habe. Deswegen gab es eine Zwangsbremsung, weil falsche Taste gedrückt. Uiuiuiui. Sowas. Das war jetzt 2000 Hertz Zwangsbremsung, weil er dem roten Signal in Fahrtrichtung rechts. Und ja, in der Realität hätte ich jetzt erstmal die Fahrrichtungsstation anrufen müssen, weil 2000 Hertz Zwangsbremsung ist das Schlimmste, was dem Betrieb passieren kann. Es gibt Punktabzug. Aber immerhin war es ein rotes Signal, über das ich sogar drüber fahren durfte. Und nicht, dass ich über ein rotes Signal drüber gefahren bin, was ich gar nicht hätte drüber fahren dürfen. So, laut Vorsignal ist das nächste Hauptsignal schon mal grün. Das ist schon mal gut. Aber natürlich bedeutet das jetzt natürlich, dass ich in Eitorf mit Verspätung ankommen werde. So, Kilometer 43, das müsste ja gleich sein. Da vorne sehe ich auch schon Kuchen. Aber so lang sollte dieser Bremsweg auch nicht sein bei 40 km/h. Und man machen wir jetzt ja Fahrt auf Sicht. Das ist ja, also Fahrt auf Sicht, das macht man auch mit 40 km/h. Mehr oder weniger bedeutet das eigentlich jetzt auch, dieses Vorsichtssignal halt eben. Fahrt auf Sicht heißt einfach, wenn du irgendwas siehst, dann musst du bremsen, oder wie? Ja, Fahrt auf Sicht bedeutet, dass ich nicht nach Signalbegriffen fahre, sondern halt eben auf Auftrag des Fahrdienstleiters, aber eben nur mit 40 km/h, für den Fall, dass ich fälschlicherweise da reingeleitet werde. Oder zum Beispiel, jetzt gibt es auch zum Beispiel, dass wenn der Bericht kommt mit, es könnte sein, dass die Oberleitung gerissen ist, oder es könnte sein, dass ein Baum auf der Strecke liegt, dass ich dann nicht per Signal normal fahren darf, sondern dass mir dann vom Fahrdienstleiter per schriftlichem Befehl oder per Vorsichtssignal und vielleicht noch einem Hinweis über das Funkgerät halt eben, dass ich dann halt eben die Fahrt auf sich erteilt bekomme und halt eben dann schauen muss, okay, kann ich jetzt hier durchfahren mit meinen 40 km/h und wenn da tatsächlich ein Baum auf der Strecke liegen sollte oder die Oberleitung gerissen sein sollte und ich sehe, wie die da runterhängt, dass ich dann noch rechtzeitig bremsen kann, ohne einen zu hohen Bremsweg zu haben. Also 40 km/h bist du innerhalb von wenigen Metern, also ich glaube innerhalb von 100 Metern auf jeden Fall stehst du. Ist trotzdem noch 100 Meter, ne? Also ja, aber bei 160 km/h, was du ja maximal unter so normalen Signalen fahren darfst, also unter normalen Signalen PZB fahren darfst, da ist der Regelbremsweg 1 Kilometer. Ja, okay, gut. Und Fernzüge, die unter LZB fahren und natürlich dann schneller als 160, in Deutschland der bis zu 300 km/h, also bei 300 km/h, da ist der Bremsweg dann schon, muss man schon mit 4-5 Kilometern Bremsweg rechnen.
musst du, kannst nicht auf Sicht fahren. Nee, deswegen ist auch Sicht fahren mit maximal 40 km/h halt eben. So, 18 sollen wir in Altorf abfahren. Wir haben 2,5 Minuten Verspätung. Aufgrund unseres Vorsichtssignals und meiner Zwangsbremsung, die ich erlitten habe. Aber gut, das werden wir schon. Na, ich glaube, nee, bis Auge an der Sieg werden wir es nicht mehr rausbekommen. Das wird wahrscheinlich nichts mehr. Aber hier haben wir unser Hauptsignal, das ist grün, das heißt, ich darf jetzt wieder Fahrplangeschwindigkeit fahren. Also 120 km/h. Und der nächste Halt ist dann Herrchen bei 49,8, also haben wir noch ein paar Kilometer vor uns. Bis dann soweit ist. Aber wie gesagt, diese ganzen Geschwindigkeiten rauf, runter, hier ist auch immer schwierig. Muss sich auch mal schön konzentrieren, weil 120, 100, mal 90, mal 80, mal 110, mal 140. Und wechselt hier alles ab, also. Da sehe ich es mir gerne mal, dass ich auch ein wenig zu schnell fahre. Ja, weil ich nicht 100% genau aufpasse. Weil ich entweder mal auf Freizeit parallel dazu noch YouTube-Videos schaue oder hier im Simulator versuche, euch noch irgendwie zu unterhalten, ne? Deswegen. Aber ja, 49,8 ist Herrchen und erst bei 48 kommt der Geschwindigkeitswechsel auf 100. Das heißt, die 120 kann ich jetzt auch einen kleinen Moment halten. Noch 3 Kilometer ungefähr. Beziehungsweise in 3 Kilometern müsste ich dann auf 100 runtergebremst haben. Also kann ich auch 2 Kilometer das Ganze halten. Weil der Geschwindigkeitsvorzeiger befindet sich immer 1 Kilometer schon vorher. Deswegen werdet ihr gleich sehen, bei 48 geht es runter auf 100, das heißt bei 47 werden wir den Geschwindigkeitsvorankündiger für die 100 km/h finden. Ne? Weil es sind einfach so festgelegte Maße, es ist einfach immer so. Dass der Vorankündiger einen Kilometer, weil Kilometer ist immer der Regelabstand vom Ankündiger steht. Ist aber so, zum Kilometer kann man in der Eisenbahnwelt immer relativ gut arbeiten. Jo. Dann rollen wir hier über die gerade Bahn. Viel von der Sieg haben wir noch nicht gesehen, im Fluss, nachdem die Siegstrecke hier benannt ist. Aber ich denke mal, der wird uns noch ein bisschen begegnen. Guck mal hier, 47 und da ist es die der Vorankündiger für 100 km/h. Ich kann so sanft bremsen, weil ich habe jetzt 1 Kilometer Zeit, um runter zu gehen. Mit 100 km/h. Hier mal eine zweigleisige Brücke, die haben sie im Krieg nie weggesprengt. Und wie gesagt, die zweite eingleisige Strecke, die kommt dann später auch noch. Da sehen wir hier aber auch im elektronischen Buchfahrplan, da sind ja aktuell so überall durchgängig so zwei weiße Linien nebeneinander, so eine dünne und eine dicke. Da steht für zweigleisig, wobei die dicke Strecke, der dicke Strich, das Gleis, auf dem wir fahren sollen, also das rechte Gleis, das Regelgleis. Und bei einer eingleisigen Strecke, da sieht man dann wieder plötzlich nur noch ein Strich da auf dem Monitor erscheint, anstelle von zwei Strichen. Ne? Das heißt, wir kriegen dann auch von unserem elektronischen Buchfahrplan angezeigt, wie viele Gleise die Strecke dann hat, bei dem jeweiligen Kilometer. Und wir sehen auch zum Beispiel Tunnel da, wie gesagt, der Herrchener-Tunnel ist da eingezeichnet, der Hoppegartner-Tunnel ist auch eingezeichnet. So, 49,8. Nächste Station, das Herrchen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Das sieht nach einem Einfahrsignal aus. Wo ist das 49? Also 49, ja, 49,8 ist er halt. Ja, gut. Bei Heizdeck, ja. Okay. Ja. Ein verwirrtes Pascal. Ich kann natürlich nicht erst anfangen zu bremsen an dem Ort, wo wir stehen sollen, ne? Ja, gut. Wird schwierig, ne? Ja. Deswegen, nee, war schon richtig. Dass kann das man machen, alles. Aber... Ich bin so ein Freund von, wenn ich 100 km/h oder schneller fahre, das ist ja ein Kilometer vorher, anfangen zu bremsen. Wenn ich weniger fahre, ja, dann so 500 Meter. Also 500 Meter vorher anfangen zu bremsen, bei 80 km/h machst du das ganz gut. Bei 60 km/h oder 50 km/h kann man sogar noch fast auf Sicht bremsen eigentlich. So, 23 ist Abfahrt, jetzt haben wir 25, also ja, unsere 2 Minuten, die werden wir so auf jeden Fall beibehalten. Ne? So, da vorne haben wir auch schon grün. Ich lasse die Leute noch kurz ein- und aussteigen. Können ja mal dabei zusehen. Wie sie sehen, sehen sie nichts.
Gut, können wir die Tür wieder zumachen. Sollten alle eingestiegen sein, die rein wollen. Dann geht's auch schon weiter. Dann haben wir gleich zwei Tunnel und dann haben wir auch schon Dattenfeld bei 55. Na, das sind noch 6 Kilometer. Oder? Ne, 5 Kilometer. Genau, Dattenfeld bei 55,1. Das lässt sich so machen. So, weiter geht's. Da, hier unten haben wir sie, die Sieg. Da fließt sie lang. Die meandert hier ganz schön hin und her. Und mit Hilfe dieser ganzen Brücken und Tunnel tun halt eben dann die ganzen, also die, jedes Mal die Sieg wieder überqueren oder halt eben hier irgendwelche Berge, die sie hinterlassen hat. Dabei, während sie sich durch die Landschaft geschnitten hat, halt eben durch Tunneln, halt eben, weil die halt eben so stark hin und her meandert, also Kurven und Schlingern zieht, dass es jetzt nicht so gut wäre für eine Hauptstrecke, dem Fluss zu folgen. Natürlich wäre es am billigsten immer, dem Flusslauf zu folgen, halt eben, mit auf 120 fahren. Am billigsten natürlich immer, wenn man beim Bau dem Flusslauf folgt, aber wenn es so eine Hauptstrecke halt eben hat, die mit 120 oder befahren werden soll, dann ist natürlich sinnvoller, wenn die Strecke ein bisschen gerader ist, weil bei zu engen Kurven wird es für den schnell fahren nicht mehr viel, weil dann die Kurvenreihen so eng sind, dass man dann nur noch mit begrenzter Geschwindigkeit durchfahren kann. Und im Fluss ist natürlich herzlich egal, wie stark der sich neigt und krümmt und abbiegt, weil der hat seine Fließgeschwindigkeiten von der Natur vorgegeben und nicht durch irgendwelche Kurvenreihen Züge, die darauf fahren und nicht entgleisen sollten, ne? Durch Zuggeschwindigkeiten. So. Noch 55,1. Ein bisschen die Landschaft hier ist an sich schon recht schön. Hier über diese Brücken und dann hier immer diese Berge so, wo man im Tunnel durchfährt. Dann ab und zu. Grüne Bäume. Und ab und zu sieht man mal so da die Sieg plötzlich unter einem durchfließen. Aber kurz mal neben einen, hat man auch gerade mal kurz. Deswegen ist schon nett. Boah, hoffe ich auch so einfach nur so ganz kurze kleine Tunnel. Dazu noch diese Dämmerungsstimmung hier. Ach, ist ganz nett. Ist ganz schön. Ja. So, auf welchem Kilometer? Also als Zugfahrer kommt man. Nächste Station. Das war ja kein Dattenfeld an der Sieg. Als Zugfahrer kommt man ja auch viel rum. Also beziehungsweise kommt drauf an, was man natürlich fährt. Wenn man so Regionalverkehr fährt und immer nur auf der ähnlichen Strecken, dann kennt man natürlich immer in die Gegend, aber gerade wenn du jetzt Fernverkehr oder so machst, dann kommst du halt auch viel rum und siehst. Das ist richtig. Viele verschiedene Sachen. Ist ja vielleicht durchaus ein Reiz dafür. Dann irgendwie nicht so schön. Das ist normal. Nein, das war eine Zwangsbremse, die ich persönlich eingeleitet habe, weil wir gerade durch den Halt durchgerauscht sind. Weil ich war gerade, ja, wir können aber auch kurz raus, wir sind bei Kilometer 54, weil ich dachte, bei Kilometer 51 wäre der Halt, aber nein. Warum auch immer, habe ich irgendwie die Zählrichtung auch falsch angegeben. Ne, wir waren bei 55,1 hier gerade, der Halt. Deswegen bin ich gerade durch das nach draußen schauen gekonnt hier am Halt vorbeigerauscht. Eieiei, ich glaube, diesmal wird das nicht so ein neuer Rekord für Punkte. Ne? Aber ist nur so eine Theorie. Dann setzen wir mal kurz zurück in den Bahnhof. Also das sei an sich nur ein Haltepunkt, ja. Ja, das ist jetzt echt keine Glanzleistung. Aber zum Glück kann man in der Realität sowas wie nach draußen schauen und Landschaft betrachten, nicht unbedingt nur so machen. Ja gut, das wird jetzt nicht zur Verbesserung unserer Verspätung beitragen. Apropos Verspätung, wir sind bei 3 Minuten jetzt, statt 2 Minuten. Eieieiei. Aber gut, 3 Minuten sind ja noch halbwegs nett, sagen wir mal so. Laut Deutscher Bahn sind wir noch, immer noch pünktlich, sind noch unter 6 Minuten. So,
dann gleich die Richtung wieder umschalten. Ich vergesse es immer. Gleich in Richtungswende dann wieder auf Vorwärts stelle. Jetzt. Wahrscheinlich die S-Bahn in die Gegenrichtung. Das heißt, bei 58 haben wir dann schon Lader. Mal zwei, Kollege. So, jetzt bleibe ich aber auch drin in dem Cockpit. Schon nicht mehr raus. Das ist mir zu gefährlich. Das ist mir viel zu gefährlich. Ach, guck mal, da rechts, da ist ein rotes Haus gewesen. Echt? Ja. Ein rotes Haus. Interessant. Nö. So, 120 dürfen wir hier. Und merken 58,3. Und bei 57,3 sollte ich anfangen zu bremsen. Was auch schon ein Kilometer ist. So. So, die 120 vielleicht bestmöglich ausfahren. Wir vielleicht noch ein bisschen was wettmachen können. Aber nicht wieder vorbeifahren. Nee. So, 57, da kommen wir gleich anfangen zu bremsen. Nämlich genau hier an dem Hauptsignal. Nächste Station, Schladern an der Sieg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, und dann halten wir uns auch gleich da vorne in Schladern. So, schnell die unter die 85 kommen, damit uns 1000 Hertz Überwachung keiner auf den Deckel gibt. Weil wir alle natürlich wissen, die BZB ist ganz, ganz böse. Die verzeiht hier gar nichts. Die macht immer direkt zack Zwangsbremsung und runter auf 0 km/h. Du kannst dir nicht mal den allzu kleinsten Fehler erlauben. So, ich habe gerade mal kurz aus der 1000 Hertz Überwachung befreit. Bei 1000 Hertz Lampe war ja aus, da durfte ich das machen. Eine 500 Hertz Überwachung habe ich ja nicht zu erwarten. Weil ich bin ja kein gelbes Signal schon gefahren. So. Wie ist denn das passiert? Ich habe nur noch eine Minute Verspätung. Huch. Wo kommt die denn her? Die eine Minute. Na gut, ich hatte ja eine Minute Wartezeit an dem Haltepunkt hier. Wahrscheinlich wegen der anderen S-Bahn, die mir gerade entgegenkam, dass ich auf die wahrscheinlich hätte warten müssen oder irgendwie sowas. Aber okay, jetzt noch eine Minute Verspätung. Denn hier vorne ist der nächste eingleisige Abschnitt. Da sehen wir es auch auf dem elektronischen Buchfahrplan. Da ist so ein Abschnitt, wo mal kurz die zweite Linie fehlt. So, deswegen sind wir nur noch 80, weil hier die Verbindungsweiche auf das andere Gleis drüber nämlich noch 80 befahrbar ist. Danach kommt dann nämlich 90 und dann geht es auch durch den Maueler Tunnel. So. Und hier sehen wir die Brücke zum Beispiel. Hier, zweigleisiges Planung, dann hier in der Mitte, wo die Brücke wahrscheinlich gesprengt oder irgendwie sowas. Tja, und dann geht es nur noch eingleisig über die Brücke drüber. Und niemand hat die bisher zweigleisig aufgebaut. Man hat ja sogar. Es gibt ja sogar Pläne, das Ding ja zweigleisig durchgängig zu bauen. Einfach weil Engpass. Aber ja, ne? Nächste Station. Und schon ein paar rechts. Guck mal, also der Tunnel ist fast drei Tunnel, ist zweigleisig in Richtung fast rechts. Ja. Hat man schon Überlegung und Rechnung angestellt, aber es nutzt. Nutzen-Kosten-Verhältnis war negativ, also weniger Nutzen, also die Kosten würden den Nutzen nicht rechtfertigen. Ja, also ist das, was rauskam. So, 60,1 ist Rosbach. Rosbach? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Wer wird seine Ansage richtig hören und gehört haben? Die sind übrigens nochmal zur Erinnerung, die sind alle selbst gemacht, ne? Die sind nicht vom Spiel. Und hier hört er wieder meine wunderschöne als Ansagenstimme. Weil die ganzen Standard-DB-Ansagen habe ich ja egozentrisch mit mich selber genommen dafür, die einzusprechen.
Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, ob euch das manchmal ein bisschen verwirrt. Ja. Dann versuche ich auch immer so in den Ansagen meine Stimme tiefer zu stellen, einfach damit das weniger auffallend, weniger verwirrend ist. Aber in den nächsten Folgen wird es dann auch andere Ansagestimmen geben, einfach weil nicht alles ist hier Deutsche Bahn. Gut, wie gesagt, letzte Woche der Regionalexpress war von der Deutschen Bahn, jetzt die S-Bahn ist auch von der Deutschen Bahn zum Beispiel, deswegen sind da die Ansagen, aber ja, auf anderen Strecken fahren natürlich auch noch andere Züge von anderen Verkehrsunternehmen und die haben natürlich dann ihre eigenen Ansagen, die ich natürlich auch versuche, möglichst originalgetreu nachzustellen. Und ich gerne schon mal anteasern. Hier auf dieser Bahnstrecke gibt es ja auch noch die RB90, die man befahren kann. Die ist nicht von der Deutschen Bahn, sondern von der Hessischen Landesbahn. Das heißt, da haben wir andere Ansagen. So, ich würde sagen, wir können die Türen schließen. Jetzt sind wir bei 2 Minuten Verspätung wieder angekommen. Was hier immer noch sehr akzeptabel ist. Ja. So, dann geht's weiter und unser nächster Halt, ihr seht es auf dem elektronischen Buchfahrplan, ist auch schon Au an der Sieg bei Kilometer 64,8. Aber ich glaube, der Kilometer kann uns da relativ egal sein, weil wir werden eh von dem gelben Signal wahrscheinlich zurechtgebremst werden. Und ich weiß gar nicht, die S-Bahn, also ihr seid S12 und S19 waren hier, ja. Ich weiß gar nicht, aber eine S-Bahn-Linie, die endet auf dem Stumpfgleis 31 und die andere S-Bahn-Linie, die endet auf Gleis 2 oder 4 immer. Deswegen bin ich mir gerade nicht sicher, auf welchem enden werden, aber wenn wir auf dem Stumpfgleis 31 dem enden, dann dürfen wir da eh nur mit 30 km/h einfahren. Und wenn wir auf dem Gleis 2 oder Gleis 4 enden sollten, ne, dann, ja, dann wären wir halt eben eh durch ein gelbes Signal und dann anschließend das rote Signal eingebremst, also runtergebremst, deswegen brauchen wir uns ja keine Sorgen machen, bei welchem Kilometer auch in der Sieg liegt, das werden wir mitbekommen. Passend. Da werde ich nicht einfach so schon überrollen können. So, jetzt sind wir unter 10 km/h hier noch, bis dann im Bahnhofsbereich von Au die 80 km/h losgehen. Ist ja auch interessant, Au ist ja auch noch so ein ganz kleines Dörfchen oder glaube ich ein Stadtteil von irgendeiner etwas größeren Stadt. Nur so 300 Einwohnern. Ist aber ein riesiger Umsteigebahnhof für Pendler aus der ganzen Region, weil einfach alle möglichen Züge enden, wenden und Umstiegemöglichkeiten sind. Zum Beispiel haben wir als S12 hier nämlich Anschluss an die gerade eben erwähnte RB90 in beide Richtungen, also nach Siegen als auch nach Altenkirchen, ne? So, Langsamfahrt erwarten, ohne zusätzliche Geschwindigkeitsanzeige, also war einfach nur gelb-grün, das bedeutet 40 km/h. Ich dachte ja immer 60 km/h, aber nein, es bedeutet 40 km/h. Jetzt hat nur noch die Streckensenkung auf 80 km/h angekündigt. So, da ich aber grün-gelb bekommen habe, ohne Zusatz, gehe ich einfach runter auf 40. Natürlich kann es immer noch sein, dass mir gesagt wird, dass ich 60 fahren darf, kann ich wieder hoch auf 60 gehen. Aber im Zweifelsfall immer runter auf 40 bremsen. Ne? Was auch sein kann, ist, dass es keinen Zusatz gibt und eine niedrigere Geschwindigkeit, zum Beispiel 30 oder 20 km/h zu erwarten sind. Aber dann sollte das im Buchfahrplan vermerkt sein, weil das ist dann in der Regel die Streckengeschwindigkeit. Au an der Sieg. Diese Zugfahrt endet, sonst wird das nämlich nicht mit alle Fahrgäste auszusteigen. Auf Wiedersehen, genau. Bis zum nächsten Mal. Ihre S-Bahn-Reihen haben wir da Ausstieg, Gelb-Gelb-Fahrt Richtung 30 km/h. Wie ich schon meinte, dem 30 km/h. Da werden wir ins Stumpfgleis fahren. Bei 30 km/h ist die Geschwindigkeit, mit der man ein Stumpfgleis einfahren darf. Und Stumpfgleis heißt? Am Ende ist ein Prellbock. Ah. Achso, ja, stimmt, das wollte ich vorhin erwähnen. Es gibt eine Möglichkeit, dass du erst anfängst zu bremsen an dem Punkt, wo du bremst. Ja, wenn du im Stumpfgleis fährst, ja. Das ist dann nur eine sehr ruckartige Bremsung und vielleicht durchbrichst du den Prellbock und dein Zug landet am Ende mit dem Teil des Zuges auf dem Bahnsteig, der sich dahinter befindet. Zum Beispiel unter dem Prellbock. Oder stehst du über dem Prellbock hinaus und verlässt die Gleise. Wenn du zu viel Geschwindigkeit hast. So, hier haben wir eine weiße 3, das heißt, hier gelten jetzt die 30 km/h, ich bin noch bei 40 km/h, auch gut. Auch schön, wie ich davon rede, dass hier der Funker mit 30 kommt, aber ich trotzdem weiter mit 40 halte. Ne?
So, da kommt ein RE9 in die Gegenrichtung. Und auf Gleis 2 kommt der an. Und auf Gleis 1 da drüben sehen wir auch schon den Dieseltriebwagen stehen, der dann weiter nach Siegen fährt. Und hier drüben auf Gleis 4 wird wahrscheinlich noch dann der Dieseltriebwagen der RB90 kommen, der dann hier hält auf dem Weg nach Altenkirchen. Was mit Altenkirchen, was der als Zielbahnhof hat? Ich bin gerade unsicher, ich weiß es nicht genau. Ich meine, es war Altenkirchen. So, da stehen wir und da haben auch unsere Auswertung, die Tobi natürlich wieder nicht sehen kann. Oh. Ja. Aber Maus, da ist eine Maus. Deswegen lese ich sehr vor. So. Wir hatten eine Zwangsbremsung durch die PZB. Das war, als ich das über rote Signal drüber gefahren bin. Wir haben einen verpassten Fahrplan halt, ja, wo ich drüber gefahren bin. Wir hatten eine durchschnittliche Verspätung von 1 Minute und eine maximale Verspätung von 2 Minuten. Okay. Zweimal haben wir zu stark gebremst, deswegen schlechter Fahrstil. Wir haben 95% Abzug für Geschwindigkeitsüberschreitung bekommen. Diesen Geschwindigkeitsüberschreitungsabzug, wie da diese Prozents zustande kommen, verstehe ich nicht, weil ich bin nicht 95% der Zeit zu schnell gefahren oder so. Ich kriege nur 95% meines Ergebnisses werden nur abgezogen. Aufgrund meiner Überschreitung. Keine Ahnung, wieso. Das war hier doch von Strecke zu Strecke. Manchmal bin ich nur so einmal kurz zu schnell gefahren und kriege direkt extrem krassen Abzug. Manchmal fahre ich an mehreren Stellen zu schnell und kriege nur relativ wenig Geschwindigkeitsabzug. Also ich verstehe das eh nicht ganz, wie das in dem Vmax-Abzug ist. Deswegen dieses Ergebnis hier unten, das verstehe ich auch immer nicht, was ich jetzt 0% habe. Und wir haben einen Energieverbrauch von 532 Megajoule, was 148 Kilowattstunden oder 17,7 Liter Diesel entspricht oder 16 Kilogramm Kohle. So, hier haben wir unser Fahrdiagramm. So, hier sind wir losgefahren in Blankenberg. Hier hat man Merten. Dann hier hat man einen starken Anhalteruck in... Kann ich gar nicht lesen, was für ein Halt das war. Dann hier dieser gelbe Bereich, der hier ist. Das ist der Bereich, wo wir unter dem Vorsichtssignal gefahren sind, auf Sicht. Deswegen ist hier auch die rote Linie, die Signalgeschwindigkeit, auf 40 km/h begrenzt. Dann hier Altorf. Ah ne, hier, starker Anhaltedruck. Das war hier durch die 2000 Hertz. Hier habe ich nirgendwo gehalten, sondern auf der freien Strecke habe ich gehalten, weil ich über das rote Signal drüber gefahren bin. Halt eben, ohne dass ich es bestätigt habe. Ist zu erfahren. Dann hier schön die Geschwindigkeit gehalten. Hier Herrchen. Dann sieht man immer so diesen Knick, wenn ich da runter bin und wenn ich mal hochbeschleunigt habe. Dann hier ein starker Anhalteruck. Also als ich die Zwangsbremsung hatte, als ich drüber hinausgefahren bin, dann jetzt plötzlich hier einen Schritt zurück und dann wieder von vorne beschleunigt, weil ich dann zurückgesetzt habe und dass das Diagramm ich auch nicht aufzeigen kann. Dann hier ein Schladern in Rosbach. Ja. Also ich habe eigentlich überall ordentlich gehalten. Außer hier einen, ich kann es gerade ja nicht mehr lesen, da habe ich nicht ordentlich gehalten, weil Zwangsbremsung, die ich selber eingeleitet habe und ich nicht zu weit rolle. Und hier hatte ich einen starken Anhaltedruck, der für mich angenehm für die Passagiere war, weil ich eine Zwangsbremsung von der PZB bekommen habe. Aber ich habe an allen Halten ordentlich gehalten. Meine Verspätung maximal 2 Minuten, durchschnittlich 1 Minute. Ja, ich würde sagen, das kann man machen, oder? Ja, wenn wir noch die Zwangsbremsungen rausnehmen, dann passt das, denke ich. Na. Ja, das eine war halt einfach nur doof gewesen, nach draußen geschaut und halt eben vergessen, dass da noch der Halt kommt. Und das andere war halt eben einfach die falsche Taste auf der Tastatur gedrückt. Ja. Ja. Gesamtbewertung? 0%. Ja. Weil ich 95% schon für meine Geschwindigkeitsüberschreitung bekommen habe. Aber Geschwindigkeitsüberschreitung hier war mal so 1-2 km/h zu schnell. Denn hier war das nicht. Vielleicht an irgendeinem wichtigen Punkt oder so, wo es dann besonders wichtig ist? Nö, einfach nur normal auf der Strecke. Hier mal 1-2 km/h zu schnell. Auch nicht eingleisig oder so? Nö, das spielt alles keine Rolle. Denn hier habe ich mal so eine ganz, ganz kleine Spitze zu schnell. Hier war ich auch. Ich habe nur 3 Stellen gehabt, in denen ich jeweils nur 1 bis maximal 2 km/h zu schnell war. Und das auch nur für einen recht kurzen Zeitraum jedes Mal. Hier habe ich auch noch eine kleine Spitze, wo ich mal 1 km/h zu schnell war. Also, ja, verstehe ich nicht. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Wieso es dafür 95% Abzug gibt, die kleinen Geschwindigkeitsspitzen, dass ich höchstens mal 2 km/h zu schnell gefahren bin.
Und auch jeweils nur für einen ganz kurzen Zeitraum. Aber gut, das soll es gewesen sein von der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge, ne? Tschüss. Jo. Tschüss.